Nach dem Skandal um die Behandlung von Flüchtlingen hat die italienische Regierung den Großteil der Insassen des Flüchtlingszentrums auf der Insel Lampedusa an andere Orte transferiert. Sie wurden nach Rom, Mailand, Palermo und Crotone gebracht. Das Rote Kreuz soll nun die Zustände in dem Lager prüfen. Giusy Nicolini, die Bürgermeisterin von Lampedusa, forderte erneut eine Aufweichung der italienischen Einwanderungsgesetze. Secondo me niente potrà più essere come prima. Wenn es nach mir geht, wird nichts so bleiben wie bisher. Das Parlament und die Regierung müssen verstehen, dass ernsthafte Reformen nötig sind für die Aufnahme von Flüchtlingen in unserem Land. Per riformare totalmente il sistema di accoglienza nel nostro paese. Das Flüchtlingszentrum auf Lampedusa geriet in die Kritik, nachdem in der vergangenen Woche ein Video aufgetaucht war, das das Personal beim Desinfizieren der Insassen zeigt. In Italien und der EU waren daraufhin empörte Reaktionen über die entwürdigende Behandlung laut geworden.